Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Bitte entschuldigt meine Frisur, die ist heute irgendwie so wuschig. Ich weiß auch nicht, krieg's nicht anders hin. Aber es ist mir so wichtig, dass wir also über die 5D-Geschichte sprechen, denn es gibt so viele Neuigkeiten, die doch sehr wichtig für uns sind. Also die fünfte Dimension offenbart sich immer mehr. Und welche Unterstützung wir von heute von Melek Metatron bekommen, werdet ihr in dieser Meditation dann am Ende des Videos gleich erfahren. Vorher erkläre ich euch noch, was jetzt der Grund für dieses Video ist. Also es geht um die Sonnen, um die Sonneneruptionen, denn sie nehmen in letzter Zeit immer mehr zu und über diese hohe Energie, die da entsteht, strömt der Energie auf die Erde und zu uns und unterstützt uns dadurch für den Aufstieg in die fünfte Dimension. Und dieses Wissen ist einfach phänomenal, denn wir können es ja nützen und uns dadurch ausdehnen und anpassen. Also ich werde auch mit euch mit Melek Metatron zusammen eine 13-Chakra-Meditation in dem Channeling, wird er das einbauen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber das wird einfach geschehen. Und dadurch hat es unser Lichtkörper leichter, sich anzupassen an diese große Sonnenenergie, die auf die Erde strömt. Was ihr schon mal so tun könnt, dass ihr einfach die Augen schließt und dann in die Sonne schaut, also mit geschlossenen Augen. Und wenn sie dann da ist, mal, dass ihr die Energie so aufnehmt. Aber am besten macht das erst, nachdem wir das Video komplett gesehen habt, damit ihr dann auch die Voraussetzungen dafür optimiert habt in eurem Körper. Also ist so durch den Zufluss der Sonnenenergie, wenn so eine Eruption stattfindet, werden koronale Massenauswürfe von Energie stattfinden. Und diese Plasma, was da ausgestoßen wird, das trägt eine hohe Energie und das kann man durch Sonnenflecken oder Sonnenwinde erkennen. Also wenn davon gesprochen wird, wisst ihr genau, um was es geht und dass es uns zugute dient, diese Energie. Und dann schaut er so in die Sonne. Es wird immer häufiger geschehen, einfach weil die geistige Welt uns damit unterstützen möchte, leichter in die 5D-Energie hineinzukommen. Und das ist ja, sage ich mal, eine ganz große Aufgabe jetzt im Moment zu dieser Zeit, dass wir einfach da hineinkommen und mit dieser Sonnenenergie wird es viel leichter sein. Es kann sein, dass ihr einen bestimmten Druck in eurem Körper spürt oder vielleicht auch Kopfschmerzen und sowas. Das kommt von der Ausdehnung, von dieser Einströmung der Energie aus der Sonne, weil einfach da unser Energiekörper ausgedehnt wird und auch unsere Chakren ausgedehnt werden und angepasst werden. Und dann kann man das also körperlich spüren. Und dann macht euch keine Sorgen, macht dann einfach die Meditation von diesem Video und dann seid ihr angeglichen und könnt das leichter verarbeiten. Es das heißt also, die Energiefelder in unserer Aura und die Chakren werden ausgedehnt und angepasst. Das ist durch diese Sonneneruption möglich, die jetzt immer weiter geschehen. Es werden auch von der geistigen Welt in unserem Sonnensystem noch neue Planeten bekannt gegeben werden, welche wir jetzt noch nicht kennen, weil welche wir jetzt noch nicht wahrnehmen konnten. Also es ist ganz viel in einer Umwälzung und auch diese Planeten werden wichtig sein mit ihrer Energie für uns, um uns einfach dabei zu unterstützen. Wir werden also insgesamt in eine höhere Schwingung kommen und auch die weibliche und männliche Seite in unserem jetzigen Energiesystem wird ausgedehnt. Und da geht es um die Nexus-Chakren. Nexus heißt der Punkt, welcher zwischen zwei Chakren ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Hals- und das Herzchakra nimmst, dann ist das Nexus hier dazwischen. Also das Nexus heißt, ist der Punkt, wo beide Energien sich berühren. Und diese Nexus-Punkte werden mit Energien unterstützt und gleichzeitig wird dadurch die weibliche und männliche Seite ausgeglichen. Und das ist zwischen jedem Chakra
immer zwischen zwei Chakren ist es so. Und das ergibt insgesamt auch eine Möglichkeit der Schwingungserhöhung und der Frequenzerhöhung von einem selbst. Und das ist also eine, ja, ein Geschenk, sag ich mal, wenn wir das machen dürfen. Denn dadurch bekommen wir eine so eine Ausdehnung, dass wir leichter in die fünfte Dimension hineinkommen. Das heißt, unsere Zellstrukturen müssen auch angepasst werden. Also jetzt nicht nur die Chakren und der Lichtkörper, sondern auch insgesamt die Zellstrukturen, denn der Körper wird sich ein bisschen verändern innerlich und dadurch bekommt man ja dieses den Zugang leichter. Das ist eine schwierige Aufgabe. Was auch noch ganz wichtig ist, ist die Merkaba. Weil im Moment ist unsere Merkaba auf 3D ausgerichtet. Und durch diese Meditation wird die Merkaba-Energie langsam auf die 5D ausgerichtet. Und wer von euch sich für die Merkaba interessiert, der darf auch Kanalmitglied werden, denn dort gibt es am 1. Juni eine Merkaba-Heilung. Auch das dient dazu, für den Aufstieg vorbereitet zu sein. Du klickst einfach hier am Video, unten steht Mitglied werden, da klickst du einfach drauf und schon bist du dabei. Es wird alles im Community-Tab stehen. Der Link, wie man dann dahin kommt, das findet man alles im Community-Tab. Im Moment, das ist eine sehr schwierige Aufgabe in unseren jetzigen Inkarnationen, aber natürlich werden wir das schaffen, denn es ist ja alles dafür vorgesehen und wir sind dazu ausgerichtet und wir sind deswegen auf der Erde, damit das alles geschehen darf. Und wer jetzt von euch schon sehr viel spirituell getan hat, der wird es sicher ein bisschen leichter haben. Das bedeutet aber nicht, dass es für die anderen, die jetzt erst hinzukommen, weil wir sind ja sehr froh für jeden Einzelnen, der da dazukommt, dass das sofort dann auch eingeholt wird. Also es ist überhaupt kein Problem. Die geistige Welt steht uns da schon sehr bei. Und also es ist einfach dieser energetische Austausch, der dann stattfindet, auch mit der geistigen Welt und uns unterstützt, in 5D hineinzukommen. Es wird auch in Zukunft immer mehr geistige, heilige Lehrer geben, die euch unterstützen oder uns alle unterstützen und das Wissen, was bis jetzt noch nicht so sehr verbreitet war auf der Erde, euch dann preisgeben, damit wir uns wirklich 5D sehr gut anpassen können und dann eben der Übergang immer leichter wird dadurch. Also ich finde, es ist alles ein Grund zur Freude, wirklich ein sehr schöner Grund zur Freude. Und auch habe ich Freude, wenn ich dran denke, dass jetzt also wir über die Worte und die Energien von Melek Metatron Unterstützung bekommen und jetzt das erste Mal beginnen, über die Chakren uns einzustimmen auf diese hohe Energie. Denn es ist ja diese hohe Energie, diese Anpassung, die dadurch geschieht, hebt unser Bewusstsein auch gleichzeitig ein bisschen an. Und das ist einfach ganz wichtig, dass es so ist. Ich erkläre euch kurz die Chakren nochmal. Und zwar haben wir ja hier das Kronenchakra, das wisst ihr, und über dem Kronenchakra sind noch drei andere Chakren, die heute eine Rolle spielen. Das ist das Sternentor, das ist ganz oben, ungefähr 30 cm über dem Kopf, oder der Seelenstern, der ist dann ein bisschen weiter unten. Und dann kommt das Kausalchakra, der ist so hier im Hinterkopf, und dann kommt das Kronenchakra. Die anderen Chakren, die kennt ihr, also drittes Auge, Hals, Herz. Beim Herz gibt es das obere und das untere Herz. Das ist auch ein bisschen neu. Früher gab es auch so eine Unterteilung. Also man unterteilt jetzt wieder in diese beiden oberen und unteren Herzteile. Dann kommt das Solarplexus. Und dann speziell nochmal das Nabelchakra an sich auch noch. Und darunter das Sakralchakra, Wurzel. Chakra und
dann weiter unten der Erdstern. Also so werden wir heute in die Energien eintauchen. Und ja, Melek Metatron wird uns führen. Und denkt immer dran, wenn ihr das Video zu Ende gemacht habt und später mal in die Sonne schaut, schließt einfach die Augen und denkt an diese Meditation. Man kann es natürlich auch anhören und in die Sonne schauen, das kann man auch, dann wirkt es noch mehr. In dem Moment nehmen wir ganz viele Energie von den Sonneneruptionen auf, welche die 5D Erweiterung, die Öffnung von 5D unterstützen. Also ein Grund zu großer Freude, so wie ich finde. Ja, und jetzt möchte ich Melek Metatron einfach bitten, uns zu unterstützen und ja, die Botschaft und die Energien zu senden. Und dir wünsche ich schon ganz viel Freude damit. Ich sprühe mich jetzt mal ein mit meinem Ursprungslicht und mit der neuen Zeit, weil die Energie der neuen Zeit ist wichtig, dass sich da unser Körper, unser Energiekörper noch besser ausdehnen kann und die Energien aufnehmen kann, die wir jetzt von Melek Metatron bekommen. Also ich wünsche dir ganz viel Freude. Lieber Mensch, ich begrüße dich aus der Tiefe meines Herzens und ich begrüße dich mit der Liebe und des Lichtes aus dem Universum, aus Gottes Gedankenfeld. Wir werden bald die Energien von Melek Metatron spüren und gemeinsam eine hochenergetische Botschaft erhalten. Zur Vorbereitung bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Vielleicht spürst du schon die Kraft der Liebe, wie sie bei dir ist, wie sie strömt und dich unterstützt. Ich rufe nun die Energie von Melek Metatron. Melek Metatron strömt ein mit seinem Licht, mit seiner Liebe und mit seinem Schutz. Er reicht dir die Hände, um dir fühlen zu lassen, dass du willkommen bist, dass du hier und jetzt an dieser Stelle sehr willkommen bist. Geliebter Mensch, die Zeiten ändern sich und wir wissen, dass du Unterstützung benötigst. Aus diesem Grunde werden wir mit dir deine Zellen, deine Chakren, dein System an die 5D-Energie anpassen. Dafür ist es wichtig, dass wir jedes einzelne Chakra mit der Sonnenenergie ausdehnen, reinigen und alle Chakren untereinander verbinden.
Erlaube dir während dieser Zeit, dich so tief, wie du kannst, fallen zu lassen. Denn je tiefer du dich fallen lässt, umso tiefer können die Energien in deinem Körper wirken. Und so beginnen wir. Melek Metatron hat noch viele andere Engel herbeigerufen, welche dich jetzt unterstützen werden. Und so beginne du jetzt, die Liebe Gottes einzuatmen. Spüre, wie dich diese Liebe umgibt, wie sie dich ausdehnt und hält. Und nun konzentriere dich auf das Sonnenlicht, denn das Sonnenlicht wird dir helfen, dich für den Aufstieg vorzubereiten. Und so strömt nun das Sonnenlicht in dein Erdsternchakra hinein. Dein Erdsternchakra wird mit dem Licht der Sonne aufgeladen. Es wird gereinigt und ausgedehnt. Spüre das Licht der Sonne, wie es in deinem Chakra fließt, wie es sich mit dir verbindet. Nun fließt die Kraft der Sonne in dein Wurzelchakra hinein, erdet dich, reinigt dich und lässt dich spüren, dass du auf der Erde willkommen bist. Spüre, wie die Sonnenenergie dich berührt und ausdehnt. Nun fließt die Sonnenenergie in dein Sakralchakra. Spüre die Wärme. Und spüre, wie auch hier dein Sakralchakra ausgedehnt wird, wie es gereinigt wird und mit Sonnenenergie aufgeladen wird. Und nun spüre, wie die Energie in dein Nabelchakra hineinfließt, wie die Sonnenenergie dein Nabelchakra berührt, es ebenfalls reinigt, ausdehnt und mit neuer Energie, mit Sonnenenergie auffüllt. Spüre die Kraft, welche jetzt in dir entsteht. Und nun geht es weiter hinauf zu deinem Solarplexus. Auch dort wird dein Chakra gereinigt, ausgedehnt und mit Sonnenenergie aufgeladen. Spüre die Wärme, das wohlige Gefühl,
mit der Sonnenkraft, mit der Lebenskraft verbunden zu sein. Und nun fließt die Energie in dein Herzchakra hinein, in dein oberes und dein unteres Herzchakra. Beide Teile werden vollkommen von dem Sonnenlicht durchflutet, ausgedehnt und mit neuer Energie versorgt. Genieße diese Energie. Genieße die Verbundenheit mit der Sonne, mit der Lebenskraft. Und nun fließt die Energie weiter zu deinem Hals, hinauf in dein Halschakra. Reinigt dein Halschakra und lädt es auf mit Sonnenenergie, mit der Kraft der Sonne, mit der Fröhlichkeit der schönen Worte. Große Heilung geschieht. Nun fließt die Energie weiter hinauf in dein drittes Auge, dorthin, wo dein drittes Auge sich aktiviert, mit der Zirbeldrüse verbunden ist und deine Fähigkeiten steuert. Spüre, wie diese Sonnenenergie in dein drittes Auge hineinfließt und für dich wirkt. Genieße die Ausdehnung. Und spüre, wie die Sonne aus deinem dritten Auge hindurchleuchtet, wie die Sonnenstrahlen durch dich hindurchfließen. Und nun konzentriere dich auf dein Kronenchakra, dem Tor zur geistigen Welt. Auch hier fließt kräftige, wärmende, heilende Sonnenenergie zu dir ein. Dehnt dein Kronenchakra aus und verbindet dich intensiv mit der Sonnenenergie. Auch fließt die Sonnenenergie in dein Kausalchakra, welches im hinteren Mittelkopf liegt, reinigt und aktiviert dieses Chakra, sodass du die Verbindung zur Sonne ganz tief in dir spürst. Lass es ruhig geschehen. Es geschieht genauso, wie es gut für dich ist in diesem Moment. Und nun fließt die Energie in deinen Seelenstern hinein, welcher ca. 15 cm über deinem Kopf sich befindet. Dein Seelenstern
wird mit Sonnenenergie aufgeladen, ausgedehnt und aktiviert. Spüre diese Energie. Spüre, wie es dich nach oben hebt und du immer mehr mit Sonnenenergie aufgeladen wirst. Und nun fließt die Energie in dein Sternentor, welches sich 30 cm über deinem Kopf befindet. Das Sternentor wird gereinigt, aktiviert und ausgedehnt. Es bekommt Kraft und Stärke, Licht und Liebe fließen nun in deinem Sternentor. Und nun werden die Nexus-Chakren allesamt mit Sonnenenergie aufgeladen, sodass der Ausgleich zwischen weiblicher und männlicher Energie erfolgen kann und du komplett in deiner Mitte bist. Spüre diese Kraft. Spüre die Sonne in dir. Spüre, wie die Sonnenenergie jetzt durch jedes Chakra von oben beginnend langsam hindurchfließt, durch deinen ganzen Energiekörper hindurchfließt, deine Zellen neu ausrichtet, mit der Sonnenenergie verbindet und dich vorbereitet, in die fünfte Dimension aufzusteigen, dein Bewusstsein anhebt und die Wege frei macht, in deinem Körper die Bahnen ausdehnt, damit du dich mit der fünften Dimension verbinden kannst. Genieße jetzt noch ein wenig die komplette Energie, wie sie durch dich fließt, und spüre die Kraft der Lebensfreude. Spüre deine spirituelle Kraft und spüre die Hingabe deiner Seele, denn sie weiß, wie wichtig dies ist, was heute geschah. Melek Metatron verneigt sich voller Liebe vor dir. Es ist alles geschehen. Du wurdest zu deinem allerhöchsten Wohle ausgedehnt, angepasst, in deiner Energie erhöht. Smarana zu deiner Seele, Smarana zu deinem Herzen. Gottes Liebe ist bei dir. Ihr Allerliebsten, es war so richtig schön,
und ich freue mich über dieses Geschenk. Ich werde auch noch auf Telegram etwas dazu sagen. Und ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit mit der Sonne jetzt, weil die Sonne uns unterstützen wird mit ihrer Energie, sodass der Aufstieg leichter fällt. Smarana, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.